Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Zoo. Weiter geht es im Schneeleopardentext. Wir wollen jetzt immer noch ein bisschen verschönern. Ja, jetzt ist natürlich die Frage gerade so ein bisschen für mich. Ich glaube tatsächlich, ich werde hier noch einiges machen in puncto Rand und Wand. Wo ist mein... Ich finde meinen Mauszeiger nicht. Da ist mein Mauszeiger. ich denke tatsächlich, ich werde hier jetzt noch so einiges weitermachen. Damit wir hier so eine gewisse... Ich finde schon wieder meinen Mauszeiger nicht. Wo ist denn... Da. Mauszeiger ist immer wieder weg. Damit es hier entsprechend weitergeht und das Ganze schöner wird. Also das ist natürlich mega nervig, wenn es so schneit. Dann sehe ich die ganze Zeit nicht, was hier passiert, was ich hier überhaupt tue. Da ist mein Zeiger. Der Schnee geht mir auf den Zeiger, Mann! Es ist wie jetzt im echten Leben. Ich brauche jetzt keinen Schnee mehr. Also ich bin ja eigentlich auch so ein Mensch, ich liebe ja Schnee. Aber mittlerweile, ich sag's euch, also langsam brauche ich es halt nur wirklich auch nicht mehr. Wir könnten mal noch gucken. Nee, wisst ihr was, die können wir auch nachher noch drauf machen. So nachträglich. Ja, hier bei dem Wetter, da kann man dann doch wenigstens hier auch mal gescheit... das Ganze hier weiter bearbeiten. So möchte ich hier ganz gerne die ganze Wand verkleiden. Bis zu einem gewissen Grad. Beziehungsweise hier sollte es sogar so ziemlich bis oben hingehen in diesem Stil. Das wäre mir da schon... recht wichtig, dass das hier einfach schön verkleidet ist. Also kommt da nichts raus von den Tieren. So ist das nämlich alles ein bisschen zu viel, um einfach mal so eben drüber zu klettern. Das ist mir halt sehr, sehr wichtig. Duplizieren, kopieren, wie auch immer. Aber tu was. So, also so hier in dem Stil möchte ich das gerne rundrum machen. Ich glaube, das sieht dann ganz schön aus. Und das würde ich, glaube ich, ganz gerne auf jeden Fall hier hinten mal noch mit als erstes drumrum machen. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich sehe, bis wohin Platz ist für Klettermöglichkeiten. Das ist mir hier wichtig, dass wir das hier irgendwie alles geplant kriegen. So, hier muss das hier, obwohl wenn ich das hier so ein bisschen einbaue, dann kann das auch sein, dass die Steine da unten schon wieder formschön verschwinden. Guck mal, was wir hier so ein schönes Bergmassiv hinkriegen. Oh, gefährliche Kämpfe wegen Überbelegung bei den Eisbären. Da müssen wir auch ganz dringend gleich mal gucken. Eigentlich müssten wir da jetzt gucken, ich weiß. Aber ich möchte eigentlich jetzt hier ganz gerne gerade mal das hier noch eben irgendwie voll kriegen. Irgendwie.
Danach schwebt das halt jetzt ein Stück. Kriegen wir auch noch irgendwie gebacken. Aber guck mal, ich finde, wenn man hier so runter guckt, da sieht er auf jeden Fall cool aus. So, Überbelegung. Hier ganz kurz mal eben Hallo sagen. Hallo, Freunde. Guck mal, den könnten wir doch... Warte mal, das ist der Pana. Der kommt jetzt hier mal ins Tierhandelszentrum. Was sagt uns das jetzt hier so in puncto... Moment. Ja, wir haben hier aber auch im Moment ein Mistwetter. Die Amka, die wird auch mal verlegt. Und die Amka, die würde ich dann vielleicht auch direkt verkaufen. Die können wir nur so verkaufen oder mit Verschnellhandel, ja. Da machen wir das so. Kriegen wir da nochmal 120 Punkte obendrauf. Und den hier, den würde ich auch so verkaufen. 919. Ja, komm, stellen wir den einfach mal dafür rein und gucken, ob er dafür verkauft wird. Wäre ja nicht übel. Dann hätten wir mal wieder 3300 Arterhaltungspunkte hier. So. Die Himalaya-Birken. Davon brauchen wir hier definitiv... Warte mal ganz kurz. Weil gerade eigentlich wollte ich noch was gucken. Bei der Mechanikforschung. Haben wir jetzt hier Getränkeläden, Design Ostasien und Barrieren haben wir komplett erforscht. Ich frage mich halt, was da noch fehlt. Ich frage mich, was da noch fehlt. Wir schicken hier mal einen rein. Design Indien. Transportgeschäfte kann es ja eigentlich nicht sein. Mitarbeitereinrichtung kann es eigentlich auch nicht sein. Ich weiß nicht, was da noch fehlt. Wir schicken jetzt mal einen nach Australien und nach Indien. Dann schickt man noch einen zu den Mitarbeitereinrichtungen und noch einen zu Design Südamerika. Wenn wir das dann erforscht haben... Dann haben wir aber alles erforscht an Designs für die Gehege. Das Einzige, was wir da noch nicht erforscht haben, sind die Transportfahrgeschäfte. Und wie gesagt, damit kann ja eigentlich die, das Gebäude da nichts zu tun haben. Hätte ich jetzt zumindest mal so gesagt und vermutet. Es wird schon wieder so dunkel hier. Die Himalaya-Birke ist hier gar nicht drin. Im Moment. Ach nee, das sind Papierbirken. Das auch. Nur die drei gehören zu Himalaya-Birken. Natürlich blöd. Müssen wir mal gucken, was wir machen. Hier, Frauenfahnen gefällt ihnen, glaube ich, auch nicht. Diamantblatt vielleicht noch. Das könnte ihnen eventuell gefallen. Ich denke mal, die werden sich ganz gerne verstecken. Deswegen möchte ich das ja auch ganz gerne so ein bisschen... Ja, einfach noch mit ein paar Büschen bepflanzen hier.
das hier ein bisschen hübscher aussieht. Also ich finde auf jeden Fall, dass das jetzt schon schöner aussieht. Wir brauchen generell noch viel, 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 viel mehr Bäume. Aber was wir da am besten noch alles reinpacken, da bin ich im Moment noch überfragt. Ey, lässt es sich erstmal schmecken? Hat's denn geschmeckt? Ich hoffe. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Da werden wir dann mal noch gucken, ob wir das hier am besten hinkriegen. Aber prinzipiell gefällt Ihnen das hier schon mal sehr, sehr gut. Bepflanzung kann auch einiges mehr sein. Nee, tatsächlich, das Diamantblatt muss weg. Ich finde es übrigens mega cool, dass man hier direkt bei den Pflanzen im Gehege auf das X draufklicken kann und nicht erst noch Stunden um Stunden danach suchen muss, was Ihnen nicht mehr gefällt. Das muss ich hier mal ganz klar sagen, das finde ich mega cool. So. Oha, jetzt wird hier gleich, werden hier gleich die Spielzeuge getestet. Kletterparadies für Schneeleoparden. Jo. Scheinen jetzt beide mal testen zu wollen. Ja, vielleicht fühlen sie sich ja wohl. Hups. Die baggen hier aber leider ziemlich rum. Und da kommen die hoch. Wow. Also es sieht total doof aus, wie sie da hochklettern. Aber ich finde es generell erstmal genial, dass sie da überhaupt hochkommen. Das finde ich super. Gut, ihr Lieben, aber... Oh ja, und jetzt hier rückwärts wieder runter. Ich würde sagen, das war's jetzt für diese Folge. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Scheißen. Oh, ich habe mich aufgepasst. Oh nein. Und es wird auch noch Inzuchtnachwuchs. Ja, da habe ich ja nicht drauf aufgepasst, aber... Ich weiß nicht, was stressiger ist. Darauf zu achten, dass die genau in dem Moment dann keine Inzucht machen und dass ich schnell genug bin oder sie dauernd auszusortieren. Das ist halt generell ein bisschen stressig hier in dem Spiel. Es ist realistisch, ja. Ich wünschte nur, es gäbe auch eine Option, sagen zu können, okay, Inzucht bitte abschalten. Weil das macht das Spiel halt doch sehr, sehr stressig, besonders wenn man irgendwann ein paar mehr Tiere hat. Gut, das war's. Hortgulasch. Das war's jetzt aber, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder mal ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sein würdet. Von daher macht's gut und bis dahin. Tschüss.